begrüße herzlich die Zuschauer vom Veneta CMAC. Ich grüße ganz herzlich die Zuschauer von Veneta CMAC und Ihnen frohe Weihnachten, Ihre Claudia Leistner. Anne? Nein, sind noch nicht an, schalten wir das an. Echt live heute, offener Kanal. Prinzregentenstraße 48, dort sitzen wir jetzt bei der Funkbude. Bei der Funkbude ganz einfach alles durcheinander gewürfelt, eine große Bude und alles rein Rumpelkammer, Rumpelstilzchen. Und in dieser feinen, kleinen Atmosphäre, klein, aber fein, begrüße ich jetzt 8 Leute vom 10 Festival können 1, 2, 3, genau, 8 Leute vom CJD Neustadt, das heißt Christliches Jugenddorf Neustadt. Und da begrüße ich jetzt ganz herzlich Bodo Redner. Was ist das denn überhaupt, CJD Neustadt? Ja, das Jugenddorf, also es ist eigentlich, heißt eigentlich Jugenddorf Neustadt. So. Es gehört also zum CJD und es gibt also 120 oder über 120 Jugenddörfer. Ja, das ist eine Einrichtung, wo Jugendliche Ausbildung machen, Schule, verschiedene Werkstätten, also und ja, eine Berufsausbildung wird gemacht oder eben wie die Jugendlichen, die jetzt hier sind, die machen ein Jahr Schule, machen den Hauptschulabschluss nach, falls sie den noch nicht haben, und lernen verschiedene Werkstätten kennen. Und was ist denn so Ihre Aufgabe, Herr Redner? Ich bin in einer Gruppe als Betreuer. Und da ist jetzt allerdings keiner von den Jugendlichen dabei. Die sind teilweise jetzt in meiner Videogruppe, die ich leite. Und ich bin also eigentlich abends zuständig für die Freizeitaktivitäten zum Beispiel im sozialpädagogischen Bereich halt. Ja, dann machen wir es ganz einfach so, stellen wir uns alle mal vor, wie ist denn dein Name, woher kommst du? Ich heiße Irene Käfer, komme aus Saarbrücken, bin 16 Jahre alt. Irene Käfer können wir vielleicht auch auf die Kamera zweimal nehmen, machen wir hier ganz einfach mal Experimentalspiel und da ist Irene Käfer. Nicht so gut. Okay, stellen wir jemanden, wer bist du? Ich bin die Alexandra Hofmann und komme aus Worms. Ich heiße Sören Herold und komme aus Rheinsau und bin 15 Jahre alt. Ich heiße Tamara Cesaretto, bin 16 Jahre alt und komme aus Dierbach. Ich bin die Jens Singer, komme aus Mainz, bin 18 Jahre alt. Ich bin der Markus Reis und komme aus Ludwigshafen und bin 15 Jahre alt. Ich bin der Marc Schöpfer. Ich komme aus Ingenheim und bin 16 Jahre alt. Okay, 16 Jahre. Und was? Wie sieht so ein Tagesablauf im CJD, im Jugenddorf Neustadt aus? Was macht man da so tagsüber? Macht man so tagsüber? Werkstatt gehen, Schule gehen und halt lernen, was man halt macht. Und ich war jetzt bei der Malerwerkstatt, sind wir fertig. Dann bist du ins Jugenddorf gekommen? Am 15. August. Am 15. August dieses Jahres. Und wie sind so deine Eindrücke? Ja. Gefällt es dir dort? Hilft dir das etwas weiter, das Jugenddorf? Ja, es gefällt mir super. Es geht so einigermaßen. Wie sieht das mit dir aus? Also mir gefällt es auch ganz gut und ich würde noch ein Jahr machen, wenn das ging. Und was möchtest du machen mal später? Kosmetikerin. Und da lernst du jetzt auch schon drauf oder kannst ein paar Erfahrungen sammeln? Ja. Ich bin jetzt in, wie heißt das jetzt? Gartenbau und danach kommen wir dann in Köln. Und du? Ich bin in Textil. Mir gefällt es eigentlich auch ganz gut. Und will dann mal Bürokauffrau werden. Das hatten wir vorhin etwas angesprochen von einer Videogruppe, die Sie leiten. Seit wann gibt es die Jugendgruppe? Also die Freizeitgruppen fangen eigentlich auch mit dem neuen Lehrgang, fangen gleichzeitig die Freizeitgruppen an. Ich war jetzt allerdings in der ersten Zeit nicht da und die Freizeitgruppe Video fing also vor, naja, einem knappen Monat an und wir haben jetzt also angefangen, mit der Kamera rum zu experimentieren. Jetzt gibt es ja einen offenen Kanal auch in Neustadt. Welche Videoexperimente oder welche Videoprojekte stehen denn bei Ihnen im Jugenddorf an? Was möchten Sie da machen? Also wir waren jetzt auch am Dienstag im offenen Kanal Neustadt und haben also auch da mit den Kameras rumgearbeitet, mit den Schnittstellen und fangen jetzt eigentlich an, Film über das Jugenddorf zu drehen, also über den FL-Lehrgang, Förderlehrgang. Und ja, also mit allem, was eigentlich dazu gehört, so ein ganzer Tagesablauf eben auch mit Freizeitgruppen. So, sollte die Bildregie soweit sein, dann darf ich ganz einfach mal bitten, Sie haben einen Film selbst gedreht, muss man sagen.
Und dann darf ich bitten, diese Einstellung ganz einfach mal abzufahren. Wir können dann uns etwas darüber unterhalten, was wir denn sehen. Ja, das ist jetzt also ein kurzer Film über die verschiedenen Werkstätten. Das ist jetzt also gerade Friseurwerkstatt. Da, ja, eigentlich das alles, was man beim Friseur macht, wird also... Ja, jetzt sind wir hier in der Schneiderei. Die Jugendlichen durchlaufen also alle 5 Werkstätten in dem einen Jahr. Das ist jetzt die Schneiderwerkstatt. Das ist der theoretische Unterricht im Bauhof. Da werden also eigentlich, wenn es klappt, Einzelbetreuung auch, dass die Jugendlichen intensiv eben verschiedene Sachen auch lernen können. Das ist jetzt die Schlosserei. Da werden gerade für den Weihnachtsmarkt Sachen hergestellt, und zwar Kerzenhalter für die Wand. Ja, also vormittags ist entweder, oder ist aufgeteilt den ganzen Tag, ein halber Tag Werkstatt, ein halber Tag Schule. Die Jugendlichen suchen sich also aus einem Angebot von 9 Werkstätten 5 aus. Da haut er noch. Ja, das ist jetzt in der Wohngruppe, und zwar in der Hauberallee. Es gibt also 2 verschiedene Bereiche. Einmal die Hauberallee und in der Sauterstraße. Das sind einmal 4 Wohngruppen. Das ist jetzt der Gruppenraum. Da treffen sich die Jugendlichen halt abends in den verschiedenen Gruppenräumen und spielen, sehen fern. Oder gehen dann halt auch abends in die Freizeitgruppen. Ja, das war's. Hier haben wir eine kleine Pause. Das war der erste Film. Kommt noch ein zweiter Beitrag? Ja, wir haben noch einen Film über unsere Arbeit im Studio. Gut, dann darf ich die Bildregie bitten, ganz einfach diesen Film mal zu suchen. Wenn wir ihn haben, könnt ihr mir Bescheid sagen, bitteschön. Wir können uns über das Jugenddorf, diese Institution selbst unterhalten. Wer sind denn die Gründer dieses Jugenddorfes? Seit wann gibt es ein solches Jugenddorf? Ja, das Jugenddorf gibt es jetzt seit über 40 Jahren. Ist gegründet worden vom Herrn Dannemann. Der hat damals mit dem CVJM oder im CVJM gearbeitet und hat dann später eben das Jugenddorf gegründet. Und ja, seit 40 Jahren gibt es das. Über 120 in Deutschland. Im Ausland eigentlich auch noch. Teilweise in Schmitten zum Beispiel. Es gibt ganz verschiedene Einrichtungen, wo Jugendliche eben Ausbildung machen oder Schulen zum Beispiel. Internate gibt es auch. Also ganz verschieden. Sie betreuen jetzt eine Videogruppe, das ist eine Eigeninitiative oder gibt es da feststehende Programme dann von den Häusern aus? Also es gibt verschiedene Freizeitgruppen, und zwar sind die Mitarbeiter eben angehalten, Freizeitgruppen auch anzubieten. Und ich habe vorher eine Sportgruppe gemacht, mache jetzt eben die Videogruppe, weil ich privat eben auch Interesse habe am Video. Ja, habe mich also mit einigen Jugendlichen zusammengefunden, die eben auch Interesse dran haben, und jetzt wollen wir halt einen Film drehen. Und diese Freizeitangebote, die erstrecken sich bestimmt nicht nur auf Videoarbeit, auch nicht nur auf Sport, etwa Fußball. Was gibt's denn noch? Es gibt noch Kanufahren und Kosmetik. Und noch andere Sachen. Was sind so deine Hobbys? Gymnastik und Kanufahren. Und das auch. Und hier? Tischtennis. Und wie lange habt ihr Zeit, um eure Freizeitaktivitäten nachzugehen? Das heißt, vormittags ist Schule und nachmittags habt ihr dann Zeit, in die Freizeitgruppen zu gehen? Oder wie läuft so ein Arbeitstag, wie läuft so ein Alltag ab, sag ich mal? Also wir müssen morgens um 6:45 aufstehen und dann gibt es um 7 Uhr Essen. Und dann gehen wir in die Schule, um 8 Uhr fängt dann die Schule an und die ist dann 11:15 fertig. Und dann gehen wir auf die Hauptallee zurück und essen zu Mittag und um 1 Uhr gehen wir dann wieder in die Schule. Und wenn dann die Schule rum ist, dann haben wir frei. Und dann gehen wir um 5:45 essen und danach haben wir entweder Freizeitgruppe oder haben dann frei. Und was war der Grund für dich, in das Jugenddorf zu gehen? Ich? Der Grund, also vor allem vom Hauptschulabschluss und dann wegen meiner Lehre, ne? Und wie ist das, wenn man jetzt in so ein Jugenddorf möchte? Möchte man in so ein Jugenddorf oder bekommt man das empfohlen? Wie geht das so ab? Man bekommt es empfohlen, ein guter Ratschlag lehnt man nie ab, ne?
Wie war so dein erster Tag, als du dann im Jugenddorf Neustadt angekommen bist? Stressig. Viel Zeug zum Auspacken und dann man müsste nochmal inpacken, weil man dann vielleicht in ein anderes Zimmer kommen muss. Ne? Und aus welcher Region kommst du? Aus welcher Stadt? Saarbrücken. Und läuft das denn so ab, dass man, ist man dann nie für ein Jahr fest in Neustadt oder darf man am Wochenende denn so nach Hause? Also man kann jedes Wochenende nach Hause fahren und man kommt vom Arbeitsamt einmal im Monat eine Heimfahrt bezahlt. Ja. Wer dann will, kann dann nach Hause fahren, die anderen bleiben halt da, ne? Und wie sieht das bei dir aus? Wie gefällt dir das Jugenddorf? Soweit ganz gut. Freunde hat man auch gleich gefunden. Ganz gut Ausschluss. Und die Betreuer sind auch nicht schlecht. Also ist ganz gut. Und bringt dir das Jugenddorf etwas? Glaubst du, dass es etwas bringt? Ja. Haben wir denn einen Videobeitrag gefunden oder gibt es den nicht? Gut, dann schauen wir uns den nächsten Videobeitrag an. Das ist jetzt ein Beitrag über eigene Filmprojekte, sagten Sie vorhin. Ja, das ist jetzt also über die Videogruppe. Wir haben jetzt also da mit diesem Film, den wir vorhin auch gesehen haben, haben wir gearbeitet und haben also anhand dieses Films und anhand von einem anderen Film eben halt versucht, so mit den Kameras umzugehen und mit den, ja, die verschiedenen Bilder zum Beispiel auch ineinander zu schneiden. Wie das mit dem Ton funktioniert, das Ganze haben wir dann im Studio gemacht, und zwar im offenen Kanal Neustadt. Und das, was wir jetzt also sehen, ist das Studio. Und ja, die Jugendlichen haben jetzt probieren jetzt halt die verschiedenen Sachen aus. Das ist eigentlich das, was wir jetzt letzten Dienstag im Studio gemacht haben. Da sehen wir den Markus als Kameramann. Ja. Das ist jetzt der Jens. Also die haben die Kameras eigentlich auch an dem Tag dann zum ersten Mal in der Hand gehabt. Vorher immer nur mit der Jugenddorf eigenen Kamera gearbeitet. Und da haben wir natürlich dann wesentlich mehr Möglichkeiten, auch um den Film, den wir gerne drehen möchten, um das Ziel, das wir haben, zu erreichen. Ja, also es sind jetzt also wahllos aus dem Film, den wir gemacht haben, wahllos jetzt erstmal verschiedene Sequenzen rausgeschnitten. So mit der Bildmischung war das jetzt zum Beispiel ein kleines Spielchen. Die Videogruppe besteht also aus 8 Jugendlichen. In der Regel eigentlich Jungs. Ich weiß auch nicht, warum die Mädchen da nicht mit dabei sind. Also es ging dann später auch hemmungslos vor der Kamera zu, wie wir gerade beim Jens gesehen haben. Oh Gott. Und die Videogruppe dauert halt 1,5 Stunden etwa, je nachdem, was wir halt gerade machen. Ja, da haben wir mit dem Schriftzug gearbeitet, schon mal gesehen, wie das ist, wenn man da was reinschreibt, ins Bild. Ja. Ja, noch ein paar kleine Effekte ausprobiert. Also wir haben eigentlich eben experimentiert, mal alles ausprobiert, was man überhaupt machen kann mit den Kameras, mit den Sachen, die eben vorhanden sind. Ja, und das war es dann eigentlich auch. Ja, auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. Das war interessant. So, das war's denn. War ja echt interessant, war recht schön. Was war's denn? Welche Eindrücke habt ihr denn zurückbehalten? Das erste Mal mit Kamera zu arbeiten, das erste Mal vor der Kamera auch zu stehen. Das ist ein ganz komisches Gefühl, vor so einer Großkamera zu stehen und zu filmen. Ja. Und ist nervös und weiß nicht, was man sagen soll. Oder damit man es falsch macht. Beispiel? Ich sag was. Ja.
Okay, und ja, eine Dame, eine Tonstörung ist ja aber auch egal. Ja, und was diese Drake-Effekte, die er da gemacht hat, was haltet ihr davon? Das heißt, ja, weil jetzt ist mir der Faden abgerissen. Ja, wie ist das, wenn man sieht, welche Möglichkeiten da zu machen sind, bekommt man dann so richtig Lust dann auch aufs Videofilmen, das heißt so einen eigenen Film mal zu machen? Was habt ihr da so für Vorstellungen? Ja, mehrere Vorstellungen. Also Lust kriegt man schon, wenn man so ein paar Minuten, eine halbe Stunde dabei steht und filmt die andere, wie sie einen Ton mischen und so. Hast du jetzt nur Kamera gemacht und vor der Kamera oder was hast du denn bei diesem Beitrag gemacht? Ich habe auch durchs Mikrofon gesprochen, so. Ich habe die andere was gefragt, wie es ist im Jugenddorf und so. Ich habe nur die Kamera gestellt. Und wie lange hat es gedauert, bis ihr den Beitrag fertig hattet? Wie lang? Stunde, eineinhalb Stunden. Für zum Aufnehmen und für zum Schneiden? Also Schneiden, das ging dann etwas schneller, das hat etwa eine halbe Stunde, bis alles rausgesucht war, was eben rein sollte. So, und deinen Schnitt, das machen wir jetzt auch wieder, denn jetzt haben wir wieder, jetzt darf ich mal wieder etwas laufen. Weihnachten, da gibt's, haben Sie etwas Besinnliches eben gesehen, so zum Nachdenken, zum Freuen. Jetzt gibt's wieder etwas von Alfred Sold, unserem Live-Sänger hier, unserem Lokal-Gesangsmatador. Wann gibst du deine erste Single raus? Es ist noch nicht so weit. Erst die Vorproduktion bei der Stimme, bei der Belegung, da läuft es noch gar nicht. Da muss ich noch eifrig üben, ja, bis es soweit ist. Aber es ist echt super. Hört sich toll an und das Ganze natürlich live gesungen. Das muss man hier mal raus betonen. Es ist also nicht etwa Playback oder so etwas, sondern echt live. Ja, und was hören wir als nächstes? Als nächstes hören wir eigentlich also, wenn ich bin, alle Jahre wieder und ihr Kinderlein kommt und dann noch als Zugabe Leise Riesel der Schnee. Leise Riesel der Schnee, das hat doch einen ganz, ganz ordentlichen... vor der Kamera als Sänger, BASF-Angestellter und heute unser Bildregisseur, zumindest seit 18.20 Uhr in Zusammenarbeit, möchte ich mal sagen, mit Maria Weiler. Ja, machen wir weiter mit dem Jugenddorf in Neustadt. Wie viele Mitarbeiter gibt es denn überhaupt in Neustadt? Ja, also in dem Bereich Förderlehrgang gibt es also etwa 80 Mitarbeiter, ja, etwa 80 Mitarbeiter im ganzen Jugenddorf Neustadt. Oh je, also einige hundert, würde ich mal sagen. Also es gibt verschiedene Bereiche. Das Ganze ist also nicht zentral in einer Straße oder in einem Gebäude untergebracht, sondern es gibt verschiedene Gebäude. Das geht also bis Germersheim hin, da sind Jugendliche untergebracht. Und die verschiedenen Bereiche sind also auch getrennt. Auch. Und ja, also einige hundert Mitarbeiter, die genaue Zahl weiß ich jetzt nicht. Aber im Förderlehrgang etwa 80. Und im gesamten Bundesgebiet? Ja, im gesamten Bundesgebiet, also wie gesagt, über 120 Jugenddörfer gibt's, 122 sind es, glaube ich, etwa. Über 4000 Mitarbeiter, die in den Jugenddörfern arbeiten und etwa ja, über 80.000 Jugendliche auch, die jährlich die Jugenddörfer besuchen auch. Und wer trägt das finanziell? Wer finanziert solche Jugenddörfer? Also es ist ganz unterschiedlich, wer das finanziert. Entweder wird das in Internaten zum Beispiel von den Eltern bezahlt, der Aufenthalt, oder wie jetzt hier von den Jugendlichen, die hier sind, vom Arbeitsamt. Das finanziert also Schule, Werkstatt und den sozialpädagogischen Bereich. Das wird also, wenn über das Arbeitsamt Landau läuft, da wird das dann eben auch finanziert. Das heißt, Sie haben auch eigenen Unterricht, den Sie anbieten, so eine richtige eigene Schule in Neustadt, speziell für diesen Förderlehrgang, so heißt es. Und aus welchen Schichten, woher kommen denn die Mitarbeiter des Jugenddorfes? Wer ist das? Wer sind das? Wer betreut die Jugendlichen? Ja, da gibt es also verschiedene. Da gibt es erstmal die Meister, die eben die werkpraktische Unterweisung machen. Dann die Lehrer von der Berufsschule und vom Jugenddorf, die eben den Unterricht gestalten.
dann die Sozialpädagogen, die abends halt hauptsächlich abends verantworten oder zuständig sind für die jugendlichen Ansprechpartner. Dann gibt es zwei Psychologen im Förderlehrgang für die Jugendlichen. Ja, das ist so ungefähr das, was eben hauptsächlich jetzt für die Jugendlichen an Mitarbeitern eben zur Verfügung steht. Habt ihr auch eine eigene Disco in Neustadt oder geht ihr dann auch in die Neustädter Discos? Nee, das noch nicht. Noch nicht, aber das kommt noch. Ich glaub's ja nicht. Ja. Also im Jugenddorf haben wir schon eine eigene Disco. In der Kellerbühne. Kellerbühne. Gibt's da auch Theater, wenn sich das so anhört? Kellerbühne. Bitte? Gibt's da auch eine Theater-AG oder eine Theatergruppe? Ja. Machst du da mit? Nee. Lust dazu mal so etwas zu machen? Nee, danke. Nee, danke. Und wie stellt ihr euch so eure Zukunft vor? Ist ganz gut. Was ich sagen soll. Was, das heißt, wie stellst du dir jetzt deine Zukunft vor? Was möchtest du mal später machen, wenn du aus dem Jugenddorf nach einem Jahr wird es wohl sein, dann wieder, oder wie lange dauert so ein Aufenthalt? Ein Jahr? Ja. Und was willst du dann nächstes Jahr machen? Friseur werde ich dann. Wann? Friseur. Und du? Ich werde Kinderpflegerin werden. Und du? Autoschlosser. Ich Schlosser. Ja, jetzt haben wir Maler. Maler. Er möchte Maler werden, dementsprechend auch farbig etwas gestaltet hier mit. Okay, ich darf jetzt, vorhin hatten wir ein Schriftband eingeblendet in unserem Eiskunstlaufbeitrag. Da haben Sie Claudia Leistner, Denis Spielmann, Daniel Weiß und alle anderen gesehen, die so im Eissport bekannt sind. Tja, und es haben auch Leute angerufen nach den gestrigen Geschehnissen und die Grüße, die möchte ich natürlich auch noch verlesen. Ich habe hier so ein Zettelchen, es sind wenige Grüße, auch hier wieder klein, aber fein. Zum einen grüßt Jenny Grosser ihre Familie, ihren Freund Andreas und sie ruft oder sie hat aus Randgönnheim angerufen. Der Kai aus Ludwigshafen, ein engagierter und begeisterter CB-Funker, grüßt Gamma 2, das ist Richard, und den grüßt er ganz besonders. Er grüßt die Frau Uschi, das ist Gamma 4, ich weiß auch nicht ganz genau, wofür das steht. Er grüßt auch alle restlichen Gammas, er grüßt Freckel, weiß leider nicht, was es sein soll, Batman, nach dem gleichnamigen Film, Peter, Harald und natürlich alle CB-Funker, die es hier gibt. Der dritte Anruf war ein Anrufer aus Neuhofen, das war Dieter Hoog. Er grüßt seine Mutter, seinen Vater, um kurz zu sagen, seine Schwester, auch noch den Bruder, Schwager, Tante und natürlich alle restlichen Verwandte. André Schlefke aus Haslo grüßt seine Frau und die Familie. Sandra Weihnacht, passt ja prima heute zur Sendung, Sandra Weihnacht aus Schifferstadt grüßt ihre Oma. Und Waltraud Deierling, so hoffe ich, heißt das, auch aus Hasloch grüßt die Familie, die Freundin und insbesondere natürlich auch den Sohn und Steffi. Das waren alle Grüße von unserer Zuschaueraktion. Ich hoffe, dass es mal mehr wird. Und wenn Sie da draußen Lust haben, Postkarten zu schreiben, können Sie natürlich auch Postkarten schreiben an Postfach 1924 67200 Speyer. Nach wie vor gilt es, ob ich die Sendung fortsetzen soll, Party ohne Wände. Soll sie weiter stattfinden oder nicht? Schreiben Sie ganz einfach eine Postkarte an Postfach 1924 67200 Speyer. Wir senden hier in Ludwigshafen. Ihr lebt zurzeit in Neustadt. Habt ihr denn auch schon Anschluss zu Neustädter Jugendlichen? Ja. Von der Berufsschule her, ja. Und wie sind dann die Kontakte? Nicht so gut wie im Jugenddorf, aber es geht schon einigermaßen. Was sagen denn die Leute, wenn man im Jugenddorf ist? Gibt es da eine Resonanz drauf oder wie reagieren denn Freunde? Ja, die reagieren ganz normal, wie mir auch. Zu denen kommen die auch wieder zurück. Aber manche sagen, wenn irgendwas kaputt gemacht wird, damit sie Jugenddörfler waren. Und das stimmt, weiß Gott, nicht, ne? Nee. Okay. Und wie, was zurück zum in die Zukunft oder ein Vorausblick in die Zukunft, Ihr Filmchen, das Sie drehen wollen, über welches Thema, über welche Themen soll es gehen? Also wir haben das Thema Jugenddorf, das ist also das große Thema. Und da
filmen wir dann halt die verschiedenen Werkstätten, was wir halt vorhin auch in dem Film schon gesehen haben, aber auch, was in der Freizeit gemacht wird. Also die verschiedenen Freizeitgruppen zum Beispiel. Sind denn die Rollen schon aufgeteilt? Was werdet ihr schon wissen, was ihr da bei diesem Film machen werdet? Wisst ihr noch nicht, habt ihr noch nicht abgesprochen? Nee, ist gut. Abgesprochen haben wir uns wieder. Hier kommen wir, jetzt laufe ich mal. Nein, er steht schon da hinter uns zum Tannenbaum. Das, Alfred kommt zum nächsten Mal wieder. Was gibt's denn, Alfred? Genau, wir haben doch so viele Mikrofone. Mikro, ja. Genau. Und zwar, es gibt das Abschlusslied. Es ist ein sehr schönes Weihnachtslied. Es wird überall gesungen auf der ganzen Welt. Und ich glaube, das passt sehr gut in diesen Rahmen hier rein. Das ist O du Fröhliche. Wie lange hast du denn gebraucht, wie lange hast du nachts durchgeprobt, um heute so schön live zu singen? Ja, nachts habe ich nicht durchgeprobt, aber schon bis in die späten Abendstunden. Also 4 Stunden Vorbereitung hat man schon gebraucht. Ne? Mhm. Wir hören nachher noch etwas weihnachtliche Musik. Vielen Dank fürs Singen und im nächsten Jahr hören wir dann bestimmt auch wieder etwas von dir. Die Hauptsache, den Zuhörern und Zuschauern hat es gefallen und allen überhaupt hat es gefallen. Mhm. Jetzt sind wir in der Weihnachtssendung. Hast du deine Postkarten schon alle weggeschickt? Nein, noch gar keine. Können wir das so machen wie eine Anruferin gestern? Schickst du deine Weihnachtsgrüße ganz einfach an alle, die jetzt zuschauen? Soll ich sagen, ja? Mhm. Ja, du hast ja ein Mikrofon. Ja, nee, das ist aber nicht angeschaltet, oder? Das geht doch, genau. Ist angeschaltet, ja? Ja, also ich möchte grüßen alle Zuschauer des offenen Kanals, alle Bürger, die von der DDR zu uns gekommen sind. Und ich glaube, ein größeres Weihnachtsgeschenk hätte uns niemand machen können, als das wir von Westen rüber kennen, nach drüben und die rüber zu uns. Das ist also sehr, sehr schön. Das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk. Dann ganz besonders alle Behinderten und alle Kranken in allen Kliniken und allen Krankenhäusern und dann alle anderen offenen Kanäle, die Kollegen aus Neustadt, aus Worms, aus Schifferstadt und alle Aktiven, die hier im offenen Kanal tätig sind und ganz besonders die Damen und Herren, das ganze Team hier des offenen Kanales, die uns mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ein recht herzliches Dankeschön. Und außerdem möchten wir grüßen alle Freunde und Bekannte und alle Zuschauer. Und wir wünschen allen von ganzem Herzen ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches neues Jahr. Jetzt Jugendliche, die zugeschaut haben, Interesse haben, Hauptschulabschluss nachzumachen, einen Förderlehrgang zu besuchen, an welche Adresse kann man sich da wenden? Ja, da wenden Sie sich am besten ans Arbeitsamt. Da von der Berufsberatung her wird man dann eben die Informationen geben, ob ein Förderlehrgang angesagt ist für den Jugendlichen oder nicht. Das wird sich dann eben in der Berufsberatung rausstellen. Und da wird es dann eben auch weitervermittelt. Das geht dann halt nach Landau und kommt dann auch irgendwann zu uns. Sicher ist, dass jetzt wir noch in der Runde grüßen können. Wen möchtest du grüßen zu Weihnachten? Ich grüße meine Oma, meine Tante, also die ganze Verwandtschaft, besonders meinen Freund Thomas und meine Eltern. Ich grüße meine Eltern, meine früheren Lehrer und alle, die mich kennen. Ich grüße meine Familie und alle, die mich kennen. Wir haben da noch ein Mikrofon stehen, das funktioniert. Das geht auch so. Ich grüße meine Tante, meine Mutter, mein Vater, mein Bruder. Und was? Ich grüße meine ganze Familie, alle Freunde und alle, die mich kennen. Ich grüße meine Familie, meine Tante und die Familie Hoffmann. Ich grüße meine Tante, meine Brüder und alle, die mich kennen. Danke euch fürs Kommen, dass ihr hergekommen seid. Am 3. Advent ist ja heute. Nein, Entschuldigung, ich bin ein falsches Datum. Am Donnerstag. Wir sind bei Donnerstag. Heute am Donnerstag, so kurz vor Weihnachten, sind ja noch 3 Tage. Der Pan ist gerissen. Jetzt darf ich mal wieder etwas laufen. Das mache ich auch gerne. Jetzt habe ich Nikolaus umgeworfen. Jetzt habe ich mal etwas ganz Besonderes vor, wenn man nicht hören sollte. Nämlich, ich darf einmal ganz kurz die Leute vorstellen, hier, welche ich noch in der
Möglichkeit, dass einmal der Kamerad kommt, dann Ober. Die Kamera 3 müsste jetzt auf Sendung geschaltet werden. Ich bin auf die 2. So, Tommy Gruber, jetzt sehen wir ein paar Leute, die Technik machen. Ich denke, dass wir ganz einfach hier unser Textgenerator, ohne den es in Sicherheit nicht geht. Und nachdem das hier, jetzt darf ich das Mikrofon wieder nehmen, nicht ganz so funktioniert, wie ich gerne hätte, Kamera Wolfgang Ackermann, das sieht man alles noch. So, wie das auch. Richter, Kamera Wolfgang Ackermann, Bildregie Maria Weiler, Bildregie auch. Also, am Textgenerator war unser Andrew Horn. Hatte Tommy Gruber in seinen Händen. Gäste waren Leute von Jugenddorf Neustadt und von den Fußballfreunden der Ernst-Reuter-Siedlung. Da wohnt. Ich dachte, ich mache an dieser Stelle aus.